kommen schon die ganz speziellen Nachfragen, Leute. Setz dich ruhig bequem hin, so wie du sitzen würdest. Ich will jetzt nur mal ganz kurz gucken vom Bildausschnitt her. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, du hast die klarsten Augen, die ich jemals bei einem Mann gesehen habe bisher. Da hast du einiges für dich getan auch. Ja, die leuchten. Also ich schneide nochmal ganz gleich hier zu Anfang. Ne? Ich werde hier schon rot. Du bist schon rot. Ich schleime mich hier nicht ein. Ne? Ich habe hier mal auch fiese Fragen mitgebracht. Ich bin aber generell offen und ich finde das, was du machst, auch wieder sehr gut. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, ich fand das mal zwischendurch auch mal nicht so gut. Ja. Darüber möchte ich auch nachher noch mit dir reden. Ja. Aber auf jeden Fall, du hast ganz viel gemacht. Wie viele Abonnenten hast du mittlerweile? Knapp 400.000. Und, Facebook hast du noch mehr, ne? Facebook geht in die Richtung 800.000 eher, ja. Ja, genau. Also eine riesen Reichweite, die du da hast. Ja. Benutzt du noch deine Penispumpe? Es wird einfach irgendwann zu viel, ja. Also das Video habe ich mal gesehen. Darf ich kurz erzählen? Ich habe es letzte Woche schon mehrere Leuten erzählt. Es gibt ein Video von dir, ich weiß nicht, ob das noch online ist, wo du wirklich erzählt hast, so, ja, du benutzt halt diese ist keine Penispumpe, war ja so ein Verlängerungssystem, damit der Penis halt ein bisschen größer aussieht oder ein bisschen sich, ich bin da ganz offen, ja. Ich habe damit keine Probleme, deswegen kann ich das sehr offen mit drüber sprechen. Und da hast du wirklich erzählt, dass du das jetzt schon eine ganze Weile benutzt, ja, und dass er jetzt so groß geworden ist, dass die ganzen Frauen, mit denen du immer schläfst, sich beschweren, das will sonst schon wehtun. Und das war so ein gutes Verkaufsargument. Und jetzt frage ich mich, das wird dir immer noch, deswegen du hast vorhin gesagt, was wird auf deinem Grabstein stehen? Irgendwas mit der Penispumpe. Oh, 100 Pro, weil das ist das Einzige, was bei den Leuten hängen geblieben ist, das war doch der mit der Penispumpe, ja. Genau. Ich hatte das Buch auch relativ schnell, also die 400 Seiten, die waren in ein paar Wochen schon da. Mhm. Und dann hat das Organisatorische halt ein Jahr gedauert. Ach so, ja. Aber das eigentliche Buchschreiben, ich hätte auch jetzt schon ein zweites eigentlich zu 90% fertig, wo es dann wirklich in die Tiefe geht. Mhm. Weil ich hatte ja eigentlich vor, ich will zuerst einen Überblick machen, wie man vegan wird, die Mythen aufklären, einen 3-Wochen-Plan und. Und dann nochmal richtig, bam, hier in die Tiefe, was die Ernährung betrifft, das Training betrifft. Und das habe ich jetzt alles, ich wollte eigentlich die ganzen Dinge, die in meinen Fitnessprogrammen sind, in den Online-Programmen, dieses Wissen wollte ich dann nochmal zu Papier bringen mit PDFs, wirklich konkreten Plänen, wo man sich dann auch wirklich selber finden kann. Also wo stehe ich, gewisse Tests, dass ich mich selber einkategorisieren kann und wie kann ich dann wirklich individuell die richtige Ernährung für mich, das Training für mich und so rausfinden, war eigentlich alles schon ready. Warum bezeichnest du dich als Veganer, obwohl du Lederschuhe trägst? Tue ich nicht. Frage, trägst du noch Lederschuhe? Du hattest mal eine Zeit. Ich trage alle alten Lederschuhe nach wie vor noch. Ich kaufe keine neuen Lederprodukte mehr. Ich habe auch noch alte Lederschuhe. Aber wenn ich jetzt hergehe und meine alten Lederschuhe wegschmeißen würde beispielsweise, das fände ich ja eigentlich noch dümmer und noch respektloser auch dem Tier dann gegenüber. Klar. Wenn ich jetzt hergehe und die Sachen wegschmeiße. Also ich kaufe mir keine neuen Ledersachen mehr. Ich bezeichne mich auch nicht als Veganer, ich sage, ich ernähre mich vegan. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg zum Veganer. Jetzt kommt die Frage, respektierst du Frauen mittlerweile? Früher hatte man nicht das Gefühl, du hast ja viele Videos in der Richtung gemacht, so die Bitches sind ja nur dazu da. Und, also ich meine mich da zu erinnern, dass da manchmal sowas kam. Ja. Erzähl doch mal, du hattest gar jahrelang wahrscheinlich keine so richtige Beziehung. Ja? Nee. Du bist jetzt 27. Du bist jetzt 27, deine Lebensgefährtin ist das ja mittlerweile. Genau, ihr lebt ja auch zusammen, oder? Ja, wir leben zusammen. Genau. Bei 2 Jahren wohnen wir schon zusammen. Ach so, okay. Mhm. Aber da hat sich anscheinend einiges verändert so in Bezug auf Frauen. Ne? Ja, Erzähl doch mal. Ja, also ich meine. Sind nicht alles nur Bitches? Nein. Also einfach, bei mir ist es persönlich so, ich habe einfach nie wirklich Frauen so, bis auf meine Mutter wirklich gefunden oder auch Oma und so, mit denen ich wirklich was anfangen konnte. Wir sind durch, ja. Wir haben jetzt hier schon einige Stunden gesessen, haben diese 5 Videos aufgenommen. Das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, also vielen Dank. Ja, genau, wir sind ja hier. Genau. Ich mach das so, ja. Danke für deine Zeit, ja. Und ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Unten in der Infobox findet ihr Links zu allen anderen Videos. Ja, danke auch, dass du so ehrlich die kritischen Fragen beantwortet hast. Ja, klar. Und bitte auch nochmal das kritische Video gucken. So Leute, wir sind jetzt hier gerade fertig geworden im Internet. Natürlich nicht mit dem Internet, sondern mit dem Interview. Internet haben wir immer noch. Das ist gerade noch das ganze Setup. Und wir haben jetzt hier den Lars von Ruhe Energie bei uns.
Lars, erstmal ein ganz kurzes Feedback zum Interview. War es so, wie du erwartet hast? Er hat sich allen kritischen Fragen gestellt, ja, aber auch den wichtigen anderen Fragen. Da hast du wirklich sehr, sehr viel Ahnung. Ja. Ja, er hat ein bisschen geweint, aber das seht ihr dann im Interview. Jetzt ist aber wieder alles gut. Es mussten ein paar Tränen vergossen werden. Das sieht natürlich alles beim Lars auf dem Kanal. Und wenn du es noch beschreiben könntest in 2, 3 Sätzen, also was sind so die wichtigsten Hauptpunkte, die deinen Kanal einzigartig machen? Also welche Informationen können die Leute bei dir finden? Bei uns finden die Leute Informationen, um halt wirklich auf eine vegane Ernährung umzusteigen. Hauptsächlich die gesundheitlichen Aspekte spielen bei uns eine Rolle. Wir sind ja ein paar Jahre älter als du jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt 42, sprechen eher so, ja, fast schon die Kinder wieder von uns an. Also wirklich so 14-Jährige, ja. 13-Jährige, aber dann auch wieder die Eltern. Ja, dazwischen, die gucken wahrscheinlich eher dich. Aber so auch Leute, die schon die ersten Zipperlein haben, die gucken bei uns gerne mal rein, um zu erfahren, wie sie es wieder wegbekommen. Und ich habe ja auch wirklich schon sehr, sehr oft Leute getroffen, die sind so in meinem Alter und noch jünger, also so 16, 28, 25, die teilweise meine Fitnessprogramme machen, im Gym drin sind und die einfach um ein paar Details, Feinheiten, ein paar richtig coole Ernährungskniffe zu finden, beim Lars schon vorbeigeschaut haben, deswegen checkt's ab. Ja Leute, ich wollte ja eigentlich, jetzt bin ich gerade durch mit dem Interview mit dem Lars, muss mich gerade aufs Webinar vorbereiten, was ich um 19 Uhr mache. Außerdem, wenn ihr mal bei den Webinaren am Start sein wollt, die gehen immer so eine Stunde lang, habe immer ein spezielles Thema, Muskelaufbau, Fettverbrennung, alles mögliche. Die sind auch immer kostenlos, dann könnt ihr euch hier unten dafür anmelden. Und ich wollte ja eigentlich ein Body-Update machen, wie ich jetzt aussehe, nachdem ich das erste Mal am Fasten gegessen habe. Das kann ich jetzt erst morgen machen, weil ich jetzt schon gegessen habe. Das heißt, dann müsst ihr noch einen Tag drauf warten. Ich muss mich jetzt dann danach noch für Dubai vorbereiten, packen. Das ist halt ultra stressig. Aber ich werde morgen dann wahrscheinlich in Dubai das erste Mal das Update machen und euch dann zeigen, wie ich aussehe aktuell. Und dann direkt mit dem Training vom Shred weitermachen und mit dem Ernährungsplan vom Shred weitermachen. Und euch dann gleich beim nächsten Video auch über Intermittent Fasting erzählen, über Makronährstoff-Timing, also wann man welche Makronährstoffe nehmen soll, wie oft ich derzeit esse, if it fits your macros and micros, mal ein Full Day zeigen und dann extrem viel geiles Zeug in Dubai. Ich werde mich jetzt nur noch hier ein bisschen vorbereiten auf morgen. Kurzes Video dieses Mal. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr konntet ein paar Infos rausnehmen aus dem Interview mit dem Rohe Energie Channel. Und es gibt jetzt wirklich jeden Tag mega viel Infos in allen Bereichen. Ich finde das Feedback auch richtig geil, was von euch jetzt kam in den letzten Videos. Und genauso machen wir weiter.